Bald geht es wieder los mit Immer wieder sonntags. Moderator Stefan Meross plauderte nun neue Details über die kommende Saison aus. Stefan Meross, er plaudert über die neue Immer wieder Sonntags-Saison aus dem Nähkästchen. Die Fans und Stefan Meross, 47, mussten fast ein Jahr wieder darauf warten. Am Sonntag, den 7. Mai, geht es endlich wieder mit Immer wieder Sonntags los. Gleich in der ersten Folge begrüßt der Moderator einige hochkarätige Vertreter der Schlagerbranche, wie beispielsweise Semino Rossi, Marie Reim, Nicole und Andy Borg. Bei letzterem war Meross erst kürzlich selbst zu Gast. Bei Schlagerspaß mit Andy Borg enthüllte der Schlagerstar nämlich gleich einige Details über die kommende Saison von Immer wieder Sonntags. Unter anderem wird das rote Mikrofon zurückkehren. Denn der 47-Jährige ließ verlauten, wir brauchen Nachwuchs. In der Rubrik dürften die Kleinsten ihr Lieblingslied auf der großen Bühne schmettern. Außerdem soll auch die Immer wieder Sonntags Sommerhitparade zurückkehren. Dabei begibt sich Stefan auf die Suche nach dem nächsten großen Schlagerstar, für den die Zuschauer am Ende per Telefon anstimmen können. Stefan Meross, was passiert mit der Starküche? Das war aber noch nicht alles. Denn noch etwas wird sich in der kommenden Immer wieder Sonntagssaison ändern. Eigentlich war auch die Starküche ein fester Bestandteil der Sendung, doch jene wurde von Stefan Meross ex Anna-Karina Wojcik, 30, betreut. Aufgrund der Trennung des Schlagerpaares munkelte man bereits, dass die Blondine nicht mehr mit dabei ist. Auch wenn es vom Sender noch kein offizielles Statement gibt, will Schlager.de nämlich von einem Produktionsinsider erfahren haben, dass die 30-Jährige tatsächlich aus der Sendung ausschied. Stattdessen soll der Moderator selber zur Schürze greifen. Ob das stimmt, lässt sich bisher nicht klar sagen. Möglich wäre auch, dass die Starküche mit einer anderen Rubrik ersetzt wird, denn auf der Facebook-Seite von Immer wieder Sonntags kündigte man etwas Neues an. Wir suchen versteckte Talente. Egal, ob ihr die längste Apfelschale am Stück schälen oder euer Lieblingslied auf der Nasenflöte spielen könnt, zeigt uns euer Talent und fordert Stefan Meross bei Immer wieder Sonntags damit heraus. Es bleibt also spannend, welche Überraschungen die Fans schließlich erwarten. Should you?